Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Disney's Aladdin. Ja, auf dem Super Nintendo. Willkommen in Agrabah, der Stadt der tausend Wunder. Auf diesem Markt findest du die besten Waren diesseits des Jordans. Du suchst ganz sicher etwas Besonderes. Etwas wie diese Lampe hier. Was ist an ihr so besonders, fragst du. Nun, du kannst es nicht sehen. Wie so oft im Leben wahrscheinlich. Ja. Liegt das Besondere tief verborgen unter der Oberfläche. Nur sichtbar für denjenigen, der für Wunder empfänglich ist. Der Text sollte mal schneller scrollen. Geht ja gar nicht. Einst veränderte die Lampe das Leben eines jungen Mannes. Ja, der Aladdin. Das ist ein Spiel, was ich damals besessen habe auf dem Super Nintendo und das Spiel ist super. Das Spiel ist einfach super. Habe ich rauf und runter gespielt. Nach all den Jahren der Suche habe ich sie endlich gefunden. Die Höhle der Wunder. Und vergiss nicht, du kannst den ganzen Schatz haben. Aber die Lampe gehört mir. Ja, wer kennt die Serie? Ich habe die, glaube ich, damals auf Super RTL geguckt. Ne? Super RTL lief das, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch schon so lange her. Und das. Und Kinofilm und so. Ja, wer wagt es, meinen Schlaf zu unterbrechen? Verzeih mir, o Herr, ich bin Garzim, der Dieb. Garzim, kenne ich gar nicht mehr, schon so lange her. So höre meine Worte, nur derjenige kann diese Höhle betreten, der reinen Herzens ist. Nur ein ungeschliffener Diamant. Das Intro habe ich mir, glaube ich, niemals angeschaut. Und nun, Dieb, wirst du für dein Eindringen bezahlen. Ich kann mich zumindest nicht an das Intro erinnern. Nein! Nein! Die Höhle hat ihn unter sich begraben. Ich muss denjenigen finden, der reinen Herzens ist. Ich muss diesen Diamanten finden. Jo, das ganze Spiel ist für den Super Nintendo. Ich spiele es auf dem Emulator, wie ihr hier seht, an der guten Quali. Und das Spiel dauert insgesamt nicht lange. Aber ich habe es bis zum Erbrechen gespielt. Echt. Ich guck mir mal das eben an. Musik, Klang, Stereo, bla. Gibt's nicht viel auszusetzen. Ich wüsste auch nicht, wieso ich das umstellen sollte. Aber ich starte einfach mal das Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch genauso sehr wie mir. Man kann hier so Äpfel werfen. Kann man den auf den Kopf springen. Und das war's. Ne? Ja, man kann springen und Äpfel werfen. Und dann kann man sich hier so dranhangeln. Die Musik ist super. Mal schauen. Ja. Manchmal. Ich weiß noch, dass ich. Oh, krass. Und diese Musik und alles, das ist echt Hammer. So. Wie mache ich das denn hier? Da muss ich schon ein bisschen Anschwung holen. Man denn da hoch? Da kommt man noch mal hoch. Noch eine Etage höher. Das will ich jetzt wissen. Wuppala! Kann man da noch irgendwie noch eine Etage höher? Nee, ne? Ne. Aber, das Spiel hat mich nicht mal so viel gekostet. Ich glaube irgendwie
auf dem Flohmarkt 20 Mark oder so. Also insgesamt nicht teuer. Ah, ich kann den auf den Kopf springen. So, jetzt habe ich... Ups. Fuck. Ja, ich bin schon ein bisschen eingerostet, wie man merkt. Und, aber ich kann mich noch an die Level erinnern, im ganz groben. Hä? Ach, mit den Schultertasten macht man das. Ja, das wollte ich wissen. So. Whippala. Oh. So. Das ist sogar ein ganzer Herzcontainer, also die sind richtig nützlich. Am Ende kann man irgendwie 8 oder 9 so haben. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel haben, weil ich nicht alles gründlich durchsuche. Aber ich werde versuchen, möglichst viel mitzunehmen. Sind wir hier dann schon im... Oh! Zack! Was mir das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die mir bringen am Ende. Wie gesagt, ich kann mich noch grob an die Level erinnern. Es gibt nachher so ein Wasserlevel. Dann bin ich in so einer Höhle. Und dann, irgendwie Wasser und so. Und, ja. Ich glaube, an mehr kann ich mich auch gar nicht erinnern. Jetzt mal den hier ausschalten. So. Was die genau bringen, weiß ich dann auch nicht. Ah! So. Und schon sind wir beim Boss-Level. Irgendwie ist Scarabeus. Ich weiß nicht, was er macht. Aber es ist ein schönes Jump'n'Run. Ah, wahrscheinlich für die Bonus-Level. So. Natürlich wäre ein Herz-Container gar nicht mal so schlecht. Oder einfach komplette Leben. Aber guckt euch die Grafik an und alles, es ist heute noch schön. Ist das ein Container? Ja, ne? Nee! Ich hab einfach nur Herzen wieder voll bekommen. Geil. Ja, super. Aber okay, soll halt so sein. Gibt's da irgendwas? Oh, Äpfel. Äpfel. Äpfel sind immer im 10er-Pack. Okay. So, Baguette. Was auch immer das in Agrabah so rumchillert. So, ich will jetzt auch alle gar nicht sammeln. Also es macht mir immer noch Spaß. Also grafisch ist das super gealtert. Im Gegensatz zu 3D-Spielen kann ich immer nur sagen, 3D-Spiele altern richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Also Cell-Shading-Sachen, das geht noch im 3D-Bereich. Aber echt, so manche 3D-Spiele, die gehen gar nicht mehr. Aber so 2D-Sachen mit liebevoll gestalteten Sprites hier, die ziehen auch noch heute in 2013. Also, das Spiel, wenn ihr euch das irgendwie
besorgen könnt, kann ich euch nur empfehlen.